Auf der zweitletzten Folie soll ein Film erscheinen. Ich wähle hier ein leeres Layout und den Film kannst du im Prinzip einfach reinziehen. Packen und auf der Folie platzieren. Damit er wirklich auch zentriert ist, wähle ich hier in der horizontalen und in der vertikalen die zentrierte Position. Nun, und zu diesem Film müssen wir jetzt noch ein paar Einstellungen vornehmen. Er soll also beim Klicken starten. Ich könnte auch sagen, er soll automatisch, macht in diesem Fall wahrscheinlich Sinn. Und die Wiedergabeoptionen, Wiedergabe im Vollbildmodus. Du siehst, du könntest ihn auch gleich mehrmals hintereinander abspielen lassen. Das ist dann praktisch, wenn du beispielsweise bei einem Schulhausfest einen Film einfach in der Endlausschlaufe laufen lassen möchtest, ohne dass jemand eben die Präsentation bedienen muss. Also Wiedergabe in Vollbildmodus. Und hier haben wir schon das Wichtigste übernommen. Hier hast du noch Effekte für einen Rahmen rundherum. Weil wir den Film aber eh vollformatig präsentieren, kommt das für uns nicht in Frage. Hier könntest du den Film schon hier drin abspielen, beziehungsweise wenn wir diese Präsentation starten, siehst du, dass es einwandfrei klappt. Beim Einbinden von Filmen ist eine Information extrem wichtig. Diese Filme werden nicht effektiv in diese PowerPoint-Präsentation integriert, sondern im Grunde genommen nur ein Link zur entsprechenden Filmdatei. Das heißt, wenn du diese Präsentation startest, so muss der Film relativ immer noch am selben Ort sein. Machen wir ein Beispiel, du möchtest die Präsentation auf einen Speicherstick übernehmen, so muss also der Film unbedingt ebenfalls mit auf den Stick, und zwar, dass er von der PowerPoint-Präsentation aus gesehen am selben Ort ist. Also wenn du einen Ordner machst, Klassenlager, und dort drin die PowerPoint-Präsentation ist, so muss im selben Ordner eben auch dieser Film sein, sonst wird es nicht funktionieren.